Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal die Elemente einer AdWords-Anzeige vorstellen. Das dient dazu, dass Sie eben auch für sich wissen, was kann ich eigentlich im Rahmen einer AdWords-Anzeige gestalten. Sie haben zum einen, was Sie eingeben müssen, die finale URL, also die Seite, auf der der Kunde später landen soll, wenn er denn dann auf Ihre Anzeige geklickt hat. Zum anderen haben Sie unten in der Eingabemaske die Möglichkeit, einen Pfad einzugeben. Das bedeutet, es wird zunächst Ihre URL angezeigt, beispielsweise Reisen Nordsee. Und dann können Sie das spezifizieren über den Pfad. Sie haben hier zwei Felder. Das heißt, Sie können dann Strand und Urlaub beispielsweise in diesen Feldern definieren. Die finale URL, also da, wo der Kunde später landet, die wird in der Anzeige nicht angezeigt, sondern nur die Domain plus die Pfade, die Sie dort vorgegeben haben. Das sind sogenannte sprechende URLs. Also Sie sollen über die Definition dieser beiden Pfadangaben dann eben zeigen, welches Thema verbirgt sich auf der Landingpage. Das ist wichtig, damit man Anzeige und Landingpage gut aufeinander abstimmen kann. Dann wiederum haben Sie zwei Anzeigentitel und diese werden eben ganz oben in der Anzeige angezeigt. Und auch hier ist es sehr knapp, also sehr wenig Text. Und Sie müssen sehr genau das Produkt umschreiben, damit eben die Kunden auch auf die Anzeige klicken können. Und unten haben Sie dann noch eine kleine Möglichkeit der Beschreibung. Das heißt, da besteht tatsächlich die Möglichkeit, das Produkt zu umschreiben. Mehr haben Sie dann aber nicht zur Verfügung. Das heißt, aus diesen wenigen Elementen muss es Ihnen gelingen, Suchende tatsächlich zu animieren, auf Ihre Zielseite zu gelangen. Der Vorteil ist, dass Sie auf der rechten Seite immer auch sehen, wie wird die Anzeige denn später dann auch aussehen, zum einen auf dem Desktop und zum anderen auch in der mobilen Ansicht, sodass Sie eben direktes Feedback bekommen, wie wirkt meine Anzeige auf die Nutzer.